Kapselbroeker van Winschoten. Wenn man jetzt von der Halle des Deutschen Roten Kreuzes kommt, auf der Seite haben Sie Ihre Bilder aufgestellt, wenn man dann hier in diese Halle reingeht. Wie lange malen Sie schon? Das ganze Leben schon, von Kindesbeinen ab an. Wie lange gibt es schon die Galerie K? Seit März 2006 gibt es die Galerie K. Wenn Sie auch weitere Informationen haben wollen über die Galerie K und auch über die Bilder, hier liegen überall Flyer aus, auch in der Nähe der Galerie, wo die Bilder sind. Es sind auch Flyer und Visitenkarten, und da können Sie sich informieren. Und heute noch bis 14.30 Uhr sind die beiden hier auf der Bühne. Und da können Sie sich natürlich auch immer direkt bei den Künstlern auch über die Bilder informieren. Wie kam die Inspiration zustande? Ist das jetzt heute spontan entstanden, das Bild, oder gab es davor schon Gedanken, dass das heute entstehen soll? Also wenn Sie ein Bild kaufen von der Galerie K, dann kann es also durchaus sein, dass Sie nicht ein Bild kaufen oder zwei oder drei oder vielleicht so. Sie arbeiten ja auch mit Filmen und sind quasi, wie man so will, die Künstlerin geworden, stehen für Leben, für Emotionen, für Wasser natürlich auch, also auch für neues Leben, und das soll hier mit diesem Bild dargestellt werden. Hier haben Sie gerade vorhin gearbeitet mit Leim, da haben Sie dann auch eine Glasfaserleim haben Sie gearbeitet, und dann mit einer gewissen Schwammtechnik. Das wenden Sie auch oft an bei Bildern. Also es kommen dann verschiedene Lagen, kommen da dann drauf, also erstmal Glasfaserleim, und dann wird darüber noch eine Schicht, ja, ein weiteres Material draufgelegt, das also auch unter anderem in der Baubranche verwendet wird, und dann fangen wir an, auf dieses Material zu malen. Da kommt man nach oben drauf, und wie lange muss dann sowas trocknen, damit sie dann... Eine Stunde. Ah, der ist länger. Also, in der Regel wird das dann über Nacht liegen gelassen und dann am nächsten Tag wird weitergearbeitet. So, nochmal Applaus für unsere Künstler hier auf der Bühne. We zijn nog wel even geweest hoor. Ja, flesje. Ik heb een flesje.